Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko in der Nacht zum Mittwoch haben die Aufräumarbeiten begonnen. Der Erdstoß der Stärke 7,0 hatte sich etwa 18 Kilometer nordöstlich des Badeortes Acapulco im südwestlichen Bundesstaat Guerrero ereignet. Dabei war mindestens eine Person getötet worden, teilten die Behörden mit. Es kam zu großen Sachschäden. In Acapulco wurden neben vielen Privathäusern auch der internationale Flughafen und ein Krankenhaus beschädigt. Es kam zu Erdrutschen und Gaslecks. Aus Furcht vor Nachbeben blieben viele Menschen auch am Mittwoch im Freien. Der Nationale Erdbebendienst Mexikos meldete fast 100 Nachbeben, darunter eines mit einer Stärke von 5,2.